Hey, Boys! Willkommen. Wir spielen hier weiter. Ich muss kurz gucken. Ja, das Level hat kein Secret Exit. Weil Mario draufsteht, sieht man das so schlecht. Ob das Feld rot oder gelb ist. So, dann wollen wir mal. Ach, cool. Diese grüne... Ja, okay, das Level ist voller Koopas. Wie in Mario World, aber auch dieses eine Level. Okay, ah doch, das sind schon viele Koopas. Ja, doch. Nicht so viele wie in Mario World, muss man schon sagen, aber... Sind doch schon einige. Wenn es jetzt noch hier einen blauen Switch geben würde, einen silbernen meine ich, der alle Münzen verwandelt und mir unfassbar viel Leben geben würde, dann hätte ich auch wieder hier ein Level gefunden, wo man sich unverschämt viel Leben gönnen kann. Also auch im Vergleich zu Super Mario World. Ich finde dieses Design interessant, in diesen Boden noch weitere Plattformen reinzumachen. Die werden hier zwar nicht benutzt, man könnte theoretisch von unten drauf springen, sind nur aus dekorativen Zwecken da. Aber ist schön. Lässt das Ganze ein bisschen lebhafter hier aussehen. So, warum ruckelt das jetzt? Okay, ich hoffe mal, es hört bald auf. Ja. Gut. Keine Ahnung, was das war. Mein Mauscursor hatte auch so ein Ladezeichen, diese Uhr. Und ich weiß gar nicht warum. Ich habe nicht mal irgendein Programm gestartet oder sonst was. So, deswegen würde ich ganz gerne haben, dass das hier ein baldiges Ende nimmt. Oh, das war ein schöner Abschluss. So. Ja. Nicht, dass das Endprodukt dann total ruckelt. Wie scheiße, das will ich jetzt nicht, was Schönes für dich wird. Naja, was soll's. Gut. Iggy Carsten. Ah, ja. Oh. Ah, ich wollte durchziehen, aber der Kerl war mir im Weg. Und ich konnte ihn nicht mit einer Feuerblume erschießen oder so. Ich musste einfach warten. Okay. Zack. Lava steigt auch. Und sinkt. Ah, okay. Tricky. Wow. Okay, hier bin ich sicher. Dann nehme ich die Dinger. Die kommen ja auch manchmal rauf und runter geschossen. So, hier muss ich warten. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Ich denke mir auch, wenn da so ein Stück Brücke irgendwie aus der Lava gerade rauskommt, muss das doch immer noch enorm heiß sein, drauf zu laufen. Das kam gerade aus Lava. Daran denkt man ja irgendwie nicht. So, da oben ist ein Item, aber ich will das Item nicht. Ich will stattdessen eine fette One-Up-Kombo hier machen. Aber die kriege ich nicht hin. Nee, vergesst es. Hätte ich noch mehr von diesen Koopas hier gehabt, hätte man das machen können. Weil der zählt, der Counter geht immer weiter, bis man tatsächlich Boden berührt. Solange man hier am Netz hängt, zählt das nicht. Oh, das nehme ich mal zweimal Cape. Das ist mir lieber. Das ist ein kurzes... Irgendwie sind die Levels kurz manchmal. Schon komisch. Okay, easy going, der Typ. Ist ja der... berüchtigte Iggy Cooper aus dem ersten Schloss in Mario World. Schon komisch, weil der erste Boss in diesem Spiel war ja sein Bruder, ich weiß, Larry, glaube ich? Der gleiche Boss ist, nur in etwas einer schwereren Variante. Schon komisch, dass das so gesehen dann einfacher sogar wird mit dem Bosskämpfen teilweise. So, und na nu, was haben wir denn da? Oh. Diese Mario-Kopf-Dreh-Animation, die wird ja nie benutzt außerhalb dieser Cutscenes, ne? Das ist schon interessant. Iggy Cooper und seine Google-Brille. Ja, das steht da wirklich, das Wort Google. Sind endlich besiegt. Er wird nie wieder in der Lage sein, hoch zu den Plattformen zu gucken, über die Lava. Okay, nächster Halt ist Syrup Island. Google Glasses, okay. Bitte nicht verklagen. Komisch, dass die Musik auch einfach aufhört, manchmal nachdem man ein Level abgeschlossen hat. Okay, das ist Syrup Island. Sieht für mich mehr nach Schoko aus, aber okay. Syrup, Schokolade. Passt irgendwie doch noch ein bisschen zusammen. Okay, mehr Capes. Okay, die Münze bleibt einfach mal da. Mehr Power-Ups. Boah, ist richtig schön easy going, wenn man Cape hat, gegen diese Chucks zu kämpfen. Außer natürlich, wenn man es ausspricht, dann geht gar nichts mehr. Aber ernsthaft, man kriegt hier Power-Up so hinterhergeworfen. Ich glaube nicht, dass da unten noch was wartet. Deswegen gucken wir gar nicht erst nach. So, mit Cape ist immer alles besser.
Shit, da war ich zu hoch. Aber, na gut, hier gibt es eine Vollblume zumindest. Aber ich wechsle mal, solange ich noch ein Cap habe. Yeah. Oh, wir kriegen einen Bonus. Okay. Wenn ich ehrlich bin, will ich eigentlich nie den Bonus haben, weil das ist immer so, einfach so, yeah. Einfach so, ja, mach mal. Soll ich das beschreiben? Also, ich habe 55 Leben, ich brauche nicht unbedingt einen Bonus und außerdem verkacke ich das Bonus-Game noch meistens. Na gut, 3 Leben. Und da muss ich mir lieber die paar Sekunden sparen meistens. Aber was soll's, jetzt haben wir 3 Leben bekommen, ist auch eine schöne Sache. Und wir schreiten weiter durch dieses Land hier durch. Und hier kann ich direkt losfliegen, oder was? Oh, 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 oh. Ah! Scheiße. Okay, das war echt unglücklich jetzt, wie es ausgegangen ist. Naja. Aber das können wir zum Glück nicht wiederholen, weil wir haben ja kein Cape mehr. Oh. Nicht auf mich, bitte. Okay, und die Legende des Capes geht hier weiter. Wow. Krass. Okay, das war jetzt auch krass, wie ich das Ding einfach mitgenommen habe. Ja, ein netter Spaß. Also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß hier, sich durch diese Plattforming-Sachen zu kämpfen. Hält einen irgendwie die ganze Zeit bei Laune. Schön. Ich meine, ich will noch nichts vorwegnehmen, weil das Spiel ist noch nicht vorbei, aber ist ein tolles Spiel. Macht mir sehr viel Spaß. Hat ein stabiles Level-Design. Kann man echt nicht meckern. Und weiter. Immer noch kein Secret Exit in Sicht. Auch gut. Kann ich mit leben. Hier muss doch... Okay, entweder das ist Wasser, welches steigen wird, verdammt. Okay, oder auch nicht. Ich weiß nicht, jetzt habe ich es doch hochgeschafft. Weil das war was... Aber hier muss doch der Wasserpegel steigen, oder? Da komme ich jetzt nicht rüber. Ja, seht ihr? Muss ja so kommen. Okay. Hier ein bisschen absenken, damit der gleich wieder steigen darf. Naja, gut. Schade, dass Mario keine Wand springen kann. Das wäre so eine optimale Wandsprungstelle. Boah, ich wollte richtig cool einen mit Anlauf machen. Ja, und das Cape ist weg. Ich kann richtig schön zusehen, wie es mir entgleitet. Nö, ich wollte mit voll fetten Anlauf da hochspringen. Und dann ist er einfach gar nicht gesprungen. Also, voll enttäuschend. Versuche ich mal. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Okay, da meinst du ernst. Also ich habe den Eindruck, die Levels werden immer kürzer. Haben keine Checkpoints mehr. Und sind kurz. Weil wirklich viel ist. Ich weiß nicht, man kommt hier so schnell durch. Ich weiß auch nicht. Aber das Level hat einen Secret Exit. Oh, und den chillenden Maulwurf und seinen Bruder. So, vielleicht ist das ja der Weg zum roten Switch, wer weiß. Kann ja gut sein. Da ist nichts, glaube ich. Schauen wir mal, was wir da haben. Den oberen Weg. Den Weg für die coolen... Hey, Moment, der muss doch... Habt ihr das gesehen? Okay. Ich glaube, der ist nicht weggegangen, weil er irgendwie in der Wand noch steckte. Und erst dann ist er runtergefallen. Dieses Plattform-Ding. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Schauen wir mal, was wir machen können. Checkpoint. Da ist das Schlüsselloch. Ich nehme einfach mal einen Kauf, mich treffen zu lassen. Und dann ziehe ich einfach durch. Okay, das führt uns in die Röhre. Die Röhre führt uns dahin. Ich habe echt gedacht, die Röhre würde uns nach dem Schloss in die nächste Welt führen. Also lag ich komplett falsch in meiner Theorie. So, dann nochmal das Ganze. Mit Items aus eigentlich in dem Level. Also ich habe jetzt einfach mal freiwillig einen Pilz hergegeben. Eigentlich ja nicht so schlau, aber ich war echt zu voll da noch zu warten. Und hier kriegen wir jetzt gar nichts. Sonst habe ich mal jetzt gerade eben noch hochgelobt. Ja, ja, Power-Ups. Das sind Massen, aber hier gibt es einfach mal gar keins, bis auf den Checkpoint. Bis jetzt, aber hier muss ja was drin sein. Okay, gut. Okay, dann haben wir schon mal was.
Okay, das ist ja braunes Wasser einfach. Da darf man noch nicht schwimmen. Also ich will nicht wissen, warum es braunes Wasser ist, wirklich. Aber ist ja Marius' Problem. Ich selbst muss ja nicht da drin schwimmen. Das ist ja sowieso das Gute an den Spielen. Man muss Mario die ganze Scheiße machen lassen. Oh yeah. Nice. Gut, jetzt sind wir jetzt schon beim Schloss. Ich meine, guck mal, das war mal ebenso eine Welt, die wir gemacht haben. Plus noch aus der fünften Welt noch was. Und jetzt geht's noch ein Schloss. Das meine ich mit diesem überschnellen Fortschritt, den wir hier machen. Ah, okay, so eine Art Level kenne ich auch noch aus Mario World. Okay. Zum Glück haben wir hier noch ein Ersatz-Power-Up, was wir noch nicht genommen haben. Boah, Hilfe. Hier schmieren. Geh mal runter, mein Freund. Er kommt nicht wieder. Er ist immer weg. Ja, in dem Level bringt uns ja eine Feuerblume an sich ja gar nichts bisher, weil diese Fische... Ja, ich sehe das Ding schon. Hab ich einen Blick, ob ich dich trotzdem unten her kann. Kann ich eigentlich. Brauche ich nicht warten. Gibt es ja nichts, was man erschießen kann, das meine ich. Okay. Wo ist denn das? Was ist mein Soundeffekt? Das war so... Ui, da war es weg. Okay, hier ist Kreuz. Nehmen wir wohl in Kauf. Was will man machen? Unter Wasser und scrollen. Das ist echt meine Nicht-Lieblingskombination. Ich guck mal hier oben, ob hier nicht noch Dinge sind, die runterfallen können. Okay, haben wir es geschafft. Und hier wartet dieser Dude. Boah, knappe Sache. Ja, war auch die einfache Variante. Es gibt ja auch zwei von denen, die so kämpfen. Nur bei einem gehen die Wände noch näher aneinander, was es noch minimal schwerer macht. Aber das war jetzt wieder die einfache Version davon. Ich finde die Idee ja gut, dass er die Reihenfolge der Koopa Kids verändert, aber... Insofern werden die auch von schwer zu einfach so ein bisschen, wisst ihr? So, dann haben wir es runter. Noch ein Fehler. Da das eigentlich das dritte Schloss, glaube ich, war in Mario World, haben wir im Hintergrund so eine Art... Okay, wir haben Batman-Symbole, aber eigentlich soll es so Cave-mäßig sein, weil in Mario World das eine Cave war, aber hier ist es ja keine Cave mehr gewesen. Der fette Morton Cooper Jr. wird nie wieder in der Lage sein, irgendjemanden zu nerven. Mario hat ihn endgültig besiegt. Okay. Naja, aber jetzt, wohin gehen wir jetzt? Oh, warte, was passiert denn da im Wasser? Oh. Shit, da ist das Bowser-Imperium drin. Wie diese Texte auch immer darstellen, dass wir die Koopa-Kinder endgültig und für immer besiegt haben, aber dabei kommen die doch eh in jedem Spiel immer wieder vor. Also, es tut gerade so, als hätten wir wirklich getötet und ein für alle Mal. Und die kommen nie wieder. Naja, das sieht jetzt aus wie wirklich die letzte Welt. Im Hintergrund haben wir so einen Bowser, der in seiner Clownskutsche rumfliegt. Schauen wir mal. Das Level hat ein Secret Exit. Ich dachte, ich würde den Sprung schaffen. Tja, ist wohl mein Fehler. Und drei Schlösser sehen wir insgesamt. Ein dickes, ein Schloss 7 und ein... Naja, kleinere Variante wahrscheinlich. So, Power-Up nehme ich mir sofort. Sobald die Gelegenheit da ist, hier ist er. Und ich muss natürlich Ausschau halten, ne? Nach irgendwelchen Geheimnissen. Wir haben noch keinen roten Switch. Also ich denke, der wird dann hier kommen. In dieser Welt. Schlüsselloch, okay. Merken wir uns mal. Ich weiß nicht, ob ich diesen Weg wieder zurücklaufen muss. Schauen wir mal. Doch, muss ich tatsächlich. Zack. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache. Boah, das ist schon ein bisschen ungemütlich gewesen, der Sprung. Aber alles gut. Okay, wir haben's. Das führt mich... dahin. Aber Bowser's Secret. Okay. Aber erstmal hier nochmal. Ich fall schon wieder fast drauf rein. Ich denke immer, ich komme auf die Plattform drauf mit dem Sprung. Aber komme ich gar nicht. Zack. Okay. Boah, ich ziehe durch. Aber irgendwie klappt es ja auch. Also
kann man ja nichts sagen. Aber ich hoffe, ich mache jetzt nicht irgendwie einen blöden Fehler. Aber wir haben schon mal einen Checkpoint, das ist auch schön. Gute Sache. Okay, das Spiel sagt, ich soll unten lang, aber ich gehe einfach hier oben lang, weil ich so ein harter Kerl bin. Also zumindest anhand der Münzen, ne? Die können wir einfach wegtackeln oder wegarschen. Ich meine, wenn wir gegenlaufen, nehmen wir Schaden. Wenn wir gegenrutschen, nehmen wir keinen Schaden, sonst das Ding geht kaputt. Eigentlich fehlt da wirklich jede Logik. Aber wer bin ich schon, dass ich mich hier beschwere? Okay, das hat auch ein Secret Exit. Aber erst gehen wir mal in das Secret Level rein. Okay, wir sind in so einem Draußen-Level. Bei Nacht und so. Oh. Okay. Okay. Nehmen wir das. Alles gut. Zack. Super. Ja. Gibt's auch wieder ein Cape oder so? Kein Cape für mich. Sad. Ah, diese Blockketten. Die hatten wir bis jetzt gar nicht in diesem Spiel. So, vor dem Cape muss ich jetzt aufpassen. Oh ja, der wollte mich rankriegen. Okay, ich bin echt gesagt auch froh, dass die bis jetzt nicht vorkamen, weil es ist echt nicht mein Lieblingselement. Aber jetzt und hier funktionieren sie ja auch wieder ein bisschen anders. Nämlich, dass wir hier bestehenden Boden haben. Ich habe den Eindruck, dass da unten noch was ist. Andererseits haben wir eigentlich gar kein Secret Exit versteckt in diesem Level. Also was sollte denn noch groß da sein? Ich weiß nicht. Ich war jetzt ein bisschen zu ängstlich, um nachzugucken. Aber ich denke mal, wenn da was ist, kann das ja dann eh nur wieder ein Leben sein. Vielleicht ein 3 ab Mond oder so. Wer weiß. Aber sonst haben wir erstmal nichts verpasst. Okay, dann machen wir mal hier links weiter. Gibt es auch ein Secret Exit?